Das ist Katharina. Sie wächst in einer ganz unspektakulären Umgebung auf. Wie viele Kinder guckt sie sehr viel Fernsehen. Nicht schlimm, doch werden dort einige Sachen anders dargestellt, als sie tatsächlich sind. Auch nicht schlimm, aber wenn Katharina es mit dem Fernsehen übertreibt, kann es passieren, dass ihre Vorstellung von der Realität verzerrt wird. Die sogenannte Vielseherforschung bezeichnet dieses Phänomen als Kultivationshypothese. Kultivation heißt, dass Menschen in ihrem Weltbild beeinflusst werden. Das hat George Goebner an der Rolle des Fernsehens untersucht. Er unterscheidet dabei die gesellschaftliche Realität von der in den Medien dargestellten Realität und von der Publikumsrealität. Er behauptete, dass gerade viel fernsehende Menschen wie Katharina beginnen, die Welt eher so zu sehen, wie sie im Fernsehen dargestellt wird. Sie orientiert sich also eher an der im Fernsehen dargestellten Realität als an der tatsächlichen gesellschaftlichen Realität. Man geht davon aus, dass sich das Phänomen auch auf Videos und soziale Medien im Internet übertragen lässt. Das zeigt uns also, dass Katharina die konsumierten Medieninhalte kritisch unter die Lupe nehmen sollte. Und dass Katharina auch ab und zu mal guckt, wie es außerhalb der Medienwelt draußen in der gesellschaftlichen Realität so aussieht. Also, Glotze aus und raus mit euch!